Nach dem Welken durchlaufen die Blätter die nächste Verarbeitungsphase. Um die Fermentation zu unterbrechen, werden sie Temperaturen von 90 Grad Celsius ausgesetzt und so getrocknet. In einem letzten Schritt werden die Blätter dann sortiert und in Jutesäckchen gefüllt. Das Welken, Trocknen und Sortieren ist überwiegend Frauensache. Auf die Männer der Familie wartet eine andere, nicht minder wichtige Aufgabe. Unter fachmännisch behauenen Granitblöcken pressen sie den Tee zu Fladen oder Ziegeln, um ihn transportfertig zu machen. In dieser Form wurde der berühmte Pu'er-Tee schon vor Hunderten von Jahren über die Teestraße in die großen Städte im Osten des Reichs und Richtung Nordwesten bis nach Tibet exportiert. Das Anbaugebiet des Pu'er-Tees und die Orte, an denen er konsumiert wird, liegen seit jeher sehr weit voneinander entfernt. Immer schon musste der Tee von Yunnan bis nach Peking und Tibet gebracht werden, zu den beiden Hauptumschlagplätzen des internationalen Teehandels. Von dort aus wurde er nach Indien, aber auch nach Frankreich verschickt. Da die Menschen in diesen Ländern sehr viel Fleisch essen, trinken sie gerne Pu'er-Tee, um die Fettverdauung anzuregen. Die Pferdekarawanen mussten weite Strecken zurücklegen, aber die starke Nachfrage rechtfertigte alle Mühen. Den Tee lose zu transportieren, erwies sich als unpraktisch. Um den Markt zu bedienen und den Transport zu erleichtern, entwickelten die Teebauern ein spezielles Verfahren. Sie pressten die Teeblätter zu Blöcken, die verschiedene Formen und Größen haben konnten. Heute ist diese Presstechnik aus der Pu'er-Tee-Kultur nicht mehr wegzudenken. Während der langen Reise blieb die Temperatur der Teeziegel relativ konstant und der Tee konnte auf natürliche Weise weiterreifen. Mit Pu'er-Tee verhält es sich wie mit Wein. Je länger er lagert, desto besser wird er. Wir befinden uns noch immer im Reich des grünen Goldes. Doch neben den Dörfern, die sich ganz der traditionellen Teeherstellung verschrieben haben, gibt es auch andere, die auf modernere Produktionsmethoden setzen, wie die Gemeinde Mengla. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage haben sich die Händler in direkter Nähe der Teegärten niedergelassen. Hier wird Tee im großen Stil angebaut und verarbeitet. Auch wenn wir Yunnan noch nicht verlassen haben, ist der Einfluss des tibetischen Buddhismus schon deutlich spürbar. Und er nimmt zu, je weiter man nach Norden kommt. Thank you.
Hier werden die Pflücker und Pflückerinnen nach Gewicht bezahlt. Das heißt, ihr Lohn richtet sich nach der Menge der Blätter, die sie pro Tag ernten. Anders als im Süden der Provinz wird die Ernte hier nicht von einzelnen Familien eingebracht, sondern von Saisonarbeitern. Aus ein und derselben Pflanze kann sowohl grüner als auch schwarzer Tee gewonnen werden. Die beiden Sorten unterscheiden sich allein durch das Produktionsverfahren. Beim grünen Tee werden die zarten Blätter vor dem Rollen und Trocknen mit heißem Dampf behandelt. Auf diese Weise behalten sie ihre intensive grüne Färbung. Der schwarze Tee hingegen durchläuft zusätzlich eine mehr oder weniger lange Phase der Fermentation. Diese verleiht ihm seine dunkle Farbe und sein charakteristisches Aroma. Am Abend wird in Meng La gewogen. Jedes Gramm zählt, für den Chef wie für den Pflücker. Das Gewicht wird jeden Tag gewissenhaft notiert und schlägt sich am Ende des Monats auf dem Lohnzettel nieder. Fernab seiner ursprünglichen Heimat hat sich der Teestrauch an andere klimatische Bedingungen angepasst. Heute reicht sein Verbreitungsgebiet von den Nachbarländern Chinas und Kleinasien bis nach Afrika. Neue Sorten sind entstanden, wie beispielsweise der Darjeeling in Indien, der Ceylon Pico in Sri Lanka oder der African Flower in Kenia. Wir haben den Regenwald nun weit hinter uns gelassen. Allmählich lösen Städte die kleinen Dörfer ab, die Infrastruktur wird besser. Befestigte Straßen ersetzen die Trampelpfade. Die Händler begutachten die neue Ernte und fragen sich, ob der Trend zur Bioqualität anhalten wird. Sie reden über die große Nachfrage nach grünem Tee, die ungebrochen scheint. Vor dem Lagerhaus entdecken wir zwei Holzskulpturen, die mit schwarzem Tee gefüllt sind. Sie erinnern uns an Wachtposten. Dieser Tee reift gerade mal 2 Wochen, während die Teeziegel früher auf dem Rücken der Pferde mindestens 3 Monate Zeit hatten, um zu fermentieren. Obwohl bei der industriellen Teeherstellung moderne Produktionsanlagen die geschickten Hände ersetzt haben, kommt sie nicht ohne das jahrhundertealte Wissen des Menschen aus. Nach dem Trocknungsprozess wird der Tee auch heute noch zu den altbewährten 500 Gramm Fladen gepresst. Dank der neuen Produktionsverfahren ist der Tee schon nach 2 Wochen versandfertig und kann mit dem LKW oder dem Flugzeug auf die großen internationalen Märkte transportiert werden. Nach Wasser steht Tee im Weltverbrauch heute an 2. Stelle. Jährlich werden fast 4 Millionen Tonnen hergestellt. China ist nach wie vor der größte Produzent, gefolgt von Indien, Sri Lanka, Kenia und der Türkei. Allein in diesen Ländern werden 75% der gesamten Teemenge produziert.
Nach dem Pressen müssen die Fladen oder Ziegel verpackt werden. Früher schlug man sie in Seidenpapier ein und stellte je 7 Stück zu einem Paket zusammen. Für den Transport auf dem Pferderücken wurden 4 solcher Pakete in große Sattelkörbe verstaut. So war der Tee gut gewappnet für die lange, beschwerliche Reise. Vor den Karawanen lagen mehr als 4000 Kilometer, die das Reich des Tees im Südwesten Chinas von dem großen Markt in der tibetischen Hauptstadt Lhasa trennten. 6 Monate führten die Männer ihre Pferde mit der kostbaren Fracht zu Fuß auf der alten Teeroute nach Norden. Vom 200 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Regenwald aus mussten sie 3 Klimazonen, 4 große Flüsse und 20 Bergketten überwinden, bevor sie in mehr als 5000 Meter Höhe das Land des ewigen Schnees erreichten. Die legendäre Teestraße war Schauplatz zahlreicher Abenteuer, an die sich die letzten lebenden Zeitzeugen mit Wehmut erinnern. Um ermessen zu können, wie gefährlich dieser Marsch war, begleiten wir eine der wenigen Karawanen, die noch heute zu Fuß nach Lhasa ziehen. Auf unserer Reise quer durch das große Dreieck zwischen Yunnan, Shangri-La und Tibet lernen wir die verschiedenen Völker kennen, die am Rande dieses spektakulären Wegs ihr Auskommen gefunden haben. Außerdem haben wir Gelegenheit, einige Feste im Wandel der Jahreszeiten mitzuerleben. Im tibetischen Hochland ist der Himmel zum Greifen nah. Ehrfurcht erfasst uns angesichts der beeindruckenden Natur und lässt uns nicht mehr los, bis wir auf dem Dach der Welt angelangt sind. Morgen ziehen wir weiter auf der Teestraße zum Frühjahrsfest in Xiping. In den Karawansereien wimmelt es dann vor Betriebsamkeit.